Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr aus Textilgarn so Teelichthalter häkeln könnt. Die sind hübsch aus und sind schnell und einfach gemacht und eignen sich auch gut, um es weiter zu verschenken. Dann könnt ihr hier auch noch später Sand und eine Kerze reinmachen. Und ja, was ihr dazu braucht, ist wie gesagt Textilgarn. Den gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier so ein Beige. Und eine Häkelnadel mit der Größe Nummer 12 und so ein Windlicht. Ihr beginnt mit einem Fadenring. Ich stelle euch unten in die Infobox nochmal einen Link rein, wo der auch nochmal langsamer erklärt wird, falls das euch jetzt zu schnell geht. In diesen Fadenring häkeln wir vier feste Maschen. Das heißt, für eine feste Masche gehe ich hier durch, hole mir den Arbeitsfaden und ziehe diesen durch beide Schlinge. Eins, wieder durchgehen, Arbeitsfaden holen und dann nochmal und durch die beiden Schlingen ziehen. Zwei, und vier. So, am Ende zieht ihr hier an dem kurzen Faden, um den Ring zu schließen. Sticht hier in die erste Masche ein und bildet eine Kettmasche. So, hier durch friemeln. Faden holen und gleich noch mal durch. Dann ziehen wir alles nochmal fester an und haben hier unseren magischen Ring. So, in der ersten Runde verdoppeln wir jetzt jede Masche. Das heißt, in jede Masche der Vorrunde werden zwei feste Maschen gehäkelt. Drei, das heißt, dann haben wir am Ende acht Maschen auf der Nadel. Wir gehen hier rein heißt, wir ziehen hier zurück. 1, 2, 3, 4. Überspringen die. Also wir gehen hier in die erste und häkeln hier zwei feste Maschen. Und ihr zählt jetzt am besten mit in der ersten Runde. 8 brauchen wir dann insgesamt am Ende. 1. In die gleiche Masche nochmal einstechen, die zweite feste Masche. Zwei. Jetzt kommt die nächste. Auch hier häkeln wir zwei feste Maschen rein. Drei und vier. Dann kommt da fünf und sechs. Hier 7 und die 8. Und von nun an
häkeln wir jetzt in Spiralrunden weiter. Wir zählen nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das haben wir, das stimmt. Für das Häkeln in Spiralrunden ist es hilfreich, hier so einen Kontrastfaden einzusetzen. Den legt ihr euch hier so dazwischen, dass ihr immer seht, wo die Runde beginnt bzw. endet. Also für das Häkeln in Spiralrunden brauchen wir auch keine Steigeluftmasche. Normalerweise, wenn wir in Runden häkeln, würde man jetzt eine Hebeluftmasche bzw. Steigeluftmasche machen. Das müssen wir bei Spiralrunden nicht. Und wir verdoppeln jetzt jede zweite Masche und durch die Verdopplung erzeugen wir halt einen flachen Teller, den wir brauchen am Anfang für unser Teelicht und erst später wird dann in die Höhe gehäkelt. So, also jetzt wird jede zweite Masche verdoppelt. Wir haben jetzt insgesamt 8, das heißt, wenn wir jede zweite verdoppeln, kommen 4 hinzu und wir haben dann am Ende 12. Also in die erste häkelt ihr eine feste Masche. Und jetzt hier in die nächste 2. Dann folgt wieder eine. Und hier wieder 2. Eine. Immer den Teller auch so ein bisschen formen am Anfang, dass er die Form hier bekommt, die flache. Hier nochmal eine rein. Und da ist unser Rundenanfang, das heißt, das ist unsere letzte Masche. Hier häkle ich noch 2 rein. So, dann ist diese Runde auch fertig. Unser Garn können wir jetzt hier rausnehmen und wieder hier vor die Masche setzen. Und wir zählen nochmal nach. Also wir müssten jetzt 12 haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, in der dritten Runde wird jetzt jede dritte Masche verdoppelt und das heißt, hier kommt eine rein, hier kommt eine feste Masche rein und hier häkeln wir dann 2 feste Maschen rein. Das machen wir jetzt wieder bis zum runden Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt sind wir hier am Ende der Runde. Das ist noch die letzte Masche, die wird nochmal verdoppelt, indem wir 2 feste Maschen reinhäkeln. Genau, und jetzt ist der Teller groß genug hier für den Boden und ab jetzt wird in die Höhe gehäkelt. Um noch einen schönen Rand zu erzeugen, schließe ich jetzt diese Runde mit einer Kettmasche in die nächste Masche. Dafür gehe ich hier durch und führe den Faden gleich wieder durch. So ist die Runde hier sauber abgeschlossen. Und jetzt wird eine Runde gehäkelt, indem wir nur in das hintere Maschenglied einstechen. Also hier, das normalerweise gehen wir ja durch beide Maschenglieder durch und um jetzt so einen Verzierrand zu erzeugen, gehe ich mit meiner Häkelnadel hier nur in dieses hintere Maschenglied, hole mir den Arbeitsfaden und häkel da eine feste Masche rein. Es wird jetzt auch nicht mehr verdoppelt, das heißt,
In jede Masche wird nur noch eine feste Masche gehäkelt, aber nur indem wir in das hintere Maschenglied diese Runde stechen. Und dann beginnt sich auch unser Teller langsam zu wölben, sodass wir das Teelicht hochhäkeln können. So macht ihr auch weiter bis zum Ende der Runde und dann sehen wir. So, am Ende der Runde schließen wir hier wieder in unsere erste Masche vom runden Anfang mit einer Kettmasche. Und jetzt wird wieder in Spiralrunden weiter gehäkelt. Indem wir jetzt in die Höhe häkeln. Ich setze da wieder meinen Kontrastgarn ein für den runden Anfang. Und jetzt stechen wir auch wieder normal in die Masche ein, also indem wir wieder beide Maschenglieder benutzen und häkeln jetzt einfach immer im Kreis, in Spiralrunden rum. Wir haben jetzt 16 Maschen drauf. Einfach hier wieder komplett in beide Maschenglieder ein und eine feste Masche häkeln. Und jetzt wölbt sich das auch schon, wie ihr sehen könnt. Und dadurch, dass wir in der Vorrunde nur in das hintere Maschenglied eingestochen haben, gibt es halt hier so einen Rand zur Verzierde. Ihr häkelt jetzt weiter, immer komplett in Runden rum, bis ihr wieder am Anfang seid. Dann setzt ihr den Garn ein und versetzt den und es geht immer weiter in Spiralrunden. Insgesamt macht ihr jetzt mal 3 Reihen hoch. So, ich zeige euch nochmal den runden Anfang bei den Spiralrunden. Wenn ihr hier wieder angekommen seid, einfach den Faden wieder rausholen, neu einsetzen. Und weiter häkeln. Das war jetzt ist dann die zweite Runde. Einfach in die Vormaschen. Und damit erzeugen wir diese Wölbung, die wir später brauchen. Genau, das ist die zweite Runde. Ihr macht dann noch mal eine dritte Runde. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr das beendet. Einfach immer weiter feste Maschen. So, am Ende der Runde sind wir jetzt gleich. Und hier kommt noch eine feste Masche rein. Und um Spiralrunden zu beenden, machen wir jetzt hier eine Kettmasche. Das heißt, wir gehen rein, holen den Faden und auch gleich wieder durch. So wird hier die Masche nach unten gedrückt und wir haben hier einen runden Abschluss. Ich schneide den Faden ab. Zieht ihr noch einmal hier durch diese Masche. Festziehen. So, jetzt dreht er das alles um und wir vernähen noch, beziehungsweise verstecken hier die restlichen Garnenden. Hier beim Textilgarn ist es eigentlich ganz praktisch, weil er da keine Vernähnadel braucht, sondern da reicht ja auch einfach so eine einfache Häkelnadel und ihr zieht
den Faden hier noch ein paar Mal durch, um den zu verstecken. Könntet ihr auch theoretisch mit den Fingern machen. So. Dadurch, dass das so breit ist und elastisch, funktioniert das eigentlich ganz gut. So, dann könnt ihr den Faden abschneiden. Den kann man auch entfernen. Und das gleiche macht ihr auch nochmal hier. Hier schön durch die Maschen durch. Das wird ihr später nicht sehen. Dann wird der Korb gedreht. Das ist auch vom Prinzip so, als würde man ein kleines Körbchen häkeln. Das Prinzip ist eigentlich immer so, dass wir in jeder Runde verdoppeln, solange wir den Teller flach haben wollen. Also, und sobald es in die Höhe geht, häkeln wir dann einfach nur noch eine Masche in jede Masche. Genau, so. Und wenn ihr das fertig habt, dann könnt ihr hier euer Teelicht reinstellen. Das hier noch ein bisschen schön richten. Und hier ist unser Rand, den wir vorhin erzeugt haben. Der gibt dann auch noch eine gewisse Stabilität. So, jetzt zeige ich euch mal, wie es aussieht. Genau, und fertig ist euer selber gemachtes, umhegeltes Teelicht oder Windlicht. Da könnt ihr jetzt noch Sand reinmachen und eine schöne Kerze. Und ich hole mal nochmal die anderen davor. Das waren ein bisschen kleinere, die ich gemacht habe. Ja. Ist wie gesagt schnell und einfach gemacht und eine ganz nette Geschenkidee. Viel Spaß euch dabei!